Ja, es werde Licht. So, heute sitze ich mal hier in meinem Brolli. Ich bin mehrfach gefragt worden, ob ich nicht mal ein bisschen was drüber erzählen kann, und das werde ich jetzt gleich im Anschluss machen. Vorab erstmal muss ich euch sagen, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen kein Video gemacht habe. Liegt schlichtweg daran, dass ich sehr, sehr viel gerade mit meinem Online-Shop, der hoffentlich im März online geht, zu tun habe, egal ob das mit Paketversand, Zahlsystem und allem, was dazugehört, zu tun hat. Also sorry dafür. Ab März gibt es dann hoffentlich 3 Sorten meiner Boilies, die sich bewährt haben, zu kaufen. Ihr werdet es dann sehen in Zusammenarbeit mit dem Philipp Resch von PR Bytes. Die ersten 2 Sorten sind schon abgerollt, aber dazu das nächste Mal mehr. Ja, heute sitze ich in meinem Brolli, und zwar ist das das Brolli Tectum von Flanks. Und dazu haben mich viele gefragt, ob ich nicht mal was dazu sagen kann. Ja, im Augenblick sitze ich drin, habt ihr gesehen. Was mir sehr, sehr gut an dem Brolli gefällt, es ist, mal abgesehen davon, dass es mega solide ist und auch für mehrere Tage gut geeignet, mit einer 20.000er Wassersäule bei Wind und Wetter nichts passieren kann, absolut wasserdicht ist, bin ich echt mega begeistert von dem Ding. Und nochmal, ich bin nicht gesponsert von irgendjemandem. Ich habe Flanks um Erlaubnis gefragt, ob ich das machen darf, ja, aber ich bin nicht gesponsert von Flanks in irgendeiner Form. Was mir super gut an dem Ding gefällt, und das hängt natürlich immer viel von dem Typ an, der man ist. Ich bin der Dunkelschläfer. Ich mache sogar im Schlafzimmer noch die letzten Ritzen am Rollladen zu, dass es dunkel ist. Und ihr habt gerade gesehen, sogar im Sommer ist es hier drin wirklich relativ dunkel, wenn man das will. Viele mögen das nicht. Ich mag es total. Ist voll mein Ding, und deshalb ist es für mich natürlich ein tolles Brolli. Die bei Wind und Wetter draußen sein wollen, was super solides, stabiles haben wollen, wo sie viele Jahre Spaß mit haben, dann ist das Flanks ideal. Das sind 8 mm Fiberglasstäbe hier drin. Es lässt sich aufklappen wie ein Regenschirm. Es ist atmungsaktives, dreifach verklebtes Material. Dafür gibt es keinen Namen. Das steht sogar auf der Internetseite von Flanks. Also, damit haben wir schon einiges erlebt. Ich habe es jetzt 1 Jahr im Gebrauch und bin mehr wie zufrieden damit. Ich glaube, der derzeitige Marktpreis sind irgendwie 449 Euro. Da müsst ihr aber mal selber reinschauen. Ja, ich zeige euch jetzt gleich ein paar Sachen, welche Details ich so mag und wie alles funktioniert. Ja, und dann macht euch selber ein Bild. Ich bin der Lars, ihr schaut Go for Fish, und wäre cool, wenn ihr meinen Kanal weiterhin abonnieren würdet. Ja, der Brolli von Flanks, der ist in dieser Transporttasche drin. Die ist schätzungsweise 1,75 lang, hat um die 10 Kilo. Ja, ist jetzt nicht das kleinste Brolli, aber dafür ist es halt auch super robust und super solide. Und mit dem kann man schon ein paar Tage auch mal am See verbringen. Der Fußabdruck von dem Brolli ist relativ groß, hat 2,75 Meter mal 2,08 Meter. Also kann man durchaus auch mal länger draußen bleiben. Ja, hat sehr robustes Material, 8 mm Fiberglasgestänge einzeln verschraubt. Ja, also wirklich grundsolide, das Ding. Und wir haben es auch schon erlebt. Ich hatte mal das Glück, dass ich im Bus draußen übernachtet habe und ein Freund von mir genau in diesem Brolli bei wirklich brutalem Sturm. Und das Ding hat gehalten und war absolut wasserdicht, es ist nichts passiert. Also wirklich top. Und das ist was, was man lange hat und auch wirklich robust und solide ist. Einfach aufspannen wie ein Regenschirm, das geht relativ schnell. Jetzt kommen hinten noch die Heringe rein und die Sturmstangen. Und dann steht das gute Stück auch schon. Ich habe jetzt die Front schon eingesippt. Die kann man natürlich auch nachher erst einsippen. Ich habe es jetzt so gelassen vom letzten Mal angeln, weil ich es einfach so eingepackt habe und im Keller zum Trocknen ganz stehen habe lassen. Jetzt seht ihr das Brolli mit dem Gestänge nochmal von der Innenseite. Wie gesagt, 8 mm Fiberglasstangen an den Gelenken, immer mit Klett gesichert, dass da nichts durchdrücken kann. Hier hinten sieht man nochmal die Moskitonetze.
und die verschiedenen Ösen, um auf verschiedene Bodenbegebenheiten auch eingehen zu können. Und dann, ich glaube, was nicht neu ist auf dem Markt, die Stange einfach eindrehen. Und fertig. Und jetzt kann man es zusammenklappen. Ja, mit dabei auch ein Fenster, das man mit Klett einkletten kann. Sagt man das so? Einkleben, einkletten? Keine Ahnung. Das ist mit dabei. Ich benutze das eher weniger. Dann haben wir noch die Bodenplane, die man festmachen kann. Die baue ich jetzt allerdings nicht auf, weil es doch relativ nass ist. Hier habt ihr noch für ein Fußteil, das ist ein bisschen gefüttert und gepolstert, dass ihr warme Füße habt. Hier sieht man das so ein bisschen. Also auch mit dabei. Dann noch diese kleine Tasche, auch ganz handlich. Auch durchdacht, weil es unten richtig festes Material ist. Das sind dann die Heringe, die kennt auch jeder, die kann man einschrauben und auch gut rausziehen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch Standard. Ja, in der Tasche hier sind noch 4 Sturmstangen, 2 längere und 2 kürzere. Die kennt eigentlich auch jeder. Was mir da ganz gut gefällt, dass das nicht in sich einsackt, ist diese doppelte Verschraubung, wenn man es hochstellt. Ich hoffe, man sieht es gescheit. Hier ist die Verschraubung von den Sturmstangen. Die werden dann einfach drauf und einfach reingedreht. So, fertig. Und dann kann ich hier über die Schrauben natürlich die Höhe bestimmen, wie weit es hochkommt vorne. Ja, hier seht ihr jetzt die Führung für die Sturmstangen, dass das alles schön festhält, auch wenn man mal vergisst, die Stange durchzuschieben. Das ist mir mal passiert und habe es dann wieder gedacht, oh je, wieder rausschrauben. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, das mit Klett zu machen. Und das finde ich das Schöne an dem Brolli. Es sind viele Details, die einfach super durchdacht sind. Auch noch ein nice to have, das gibt es jetzt mittlerweile an den meisten Brollis. Ihr könnt eure Angelrute hier einklemmen in den Klettverschluss und montieren, dass die nicht umfällt während der Montage. Also auch ganz gut. Und das ist hier auch ein kleines Vordach nochmal, was ganz gut ist, wenn es regnet, dass nicht gleich alles auf die Front runterläuft. Ja, auch noch ein ganz cooles Detail, ihr könnt hier an der Front aufmachen, den Reißverschluss aufmachen und dann habt ihr auf eurer hinteren Seite das Moskitonetz, also seid ihr auch gut geschützt. Jetzt seht ihr das Ganze aufgebaut, das ist natürlich der Vorführeffekt. In dem Kies, in dem feinen heben leider die Heringe nicht, aber jeder kann sich vorstellen, wie es aussieht. Ja, so sieht das Ganze aus. Das Frontpanel ist jetzt drin und nach oben gerollt. Auf der linken Seite, das sieht man jetzt etwas schlecht durch das Camouflage, hat man hier auf der Seite, hier in dem Dreieck und auf der anderen Seite hat man jeweils auch noch Fliegengitter, die man aufmachen kann. Genau, dann kann man das natürlich runterlassen, wie das bei jedem so ist. Das Fliegengitter kann man hier wieder aufmachen über Reißverschluss und Klettverschluss, also auch wieder doppelt gesichert. Das heißt, man hat im Endeffekt ein großes Moskitonetz, da noch 2 kleine. Das heißt, man kann das auch zulassen, dass ein bisschen Zugluft durchgeht, wie man das will. Das Frontpanel, so wie es hier ist, ist im Lieferumfang dabei. Also muss man nichts extra dazu kaufen. Es gibt noch so eine Kondenshaube innen rein, das kennt man, die man innen noch einspannen kann. Aber ansonsten Sturmstangen, Frontpanel, Moskitonetze, alles was man braucht, ist bei dem Brolli dabei. Ja, noch einmal schnell umgedreht, zeige ich euch noch die Heckseite. Hier kann man aufmachen, nach oben. Und kannst dann hier rüberziehen, kannst dann hier festmachen
Und ich hoffe, ihr seht es jetzt. Hier ist Moskitonetz. Das sieht man jetzt durch dieses Camouflage sehr schlecht. Hier ist ein Moskitonetz. Und das gleiche habe ich auf der Seite auch nochmal. Und dann habe ich im Sommer natürlich eine schöne Durchlüftung. Genau. Dann kann ich das hier wieder festkletten. Und hier zumachen und nochmal mit dem Klett kann man es verschließen. Und dann ist es auch sauber, dann kommt auch kein Wasser auf den Reißverschluss und fertig. Also alles mit wenigen Handgriffen gemacht. Ja, nochmal ein kleines Fazit am Schluss. Wer ein grundsolides Brolli sucht, wo relativ flexibel ist, egal ob Sommer oder Winter, super wasserabweisend, mega sturmbeständig, der liegt hier genau richtig. Wie gesagt, von der Verpackung und Gewicht ist jetzt nicht das leichteste auf dem Markt, aber das will es auch gar nicht sein. Wer ein paar Tage draußen sein will, der ist mit dem Brolli als Ein-Mann-Betrieb echt ideal bedient. Bin echt super zufrieden mit dem Ding. Zur Pflege natürlich muss man noch mal sagen, wenn es geregnet hat wie jetzt, man sieht es ein bisschen, einfach aufspannen am trockenen Ort, gut abtrocknen lassen, fertig ist es und dann wieder ordentlich verpacken, dass nichts passiert. Ja, also da hat Flanks echt ein tolles Produkt gemacht. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das Licht geht wieder aus. Bleibt gesund. Wir sehen uns.